Hallo. Hallo! Ihr seid auf dem Weg zum Arschbomben-Contest zu uns? Ja, vielmehr mein Sohn, nicht ich. Nein? Nee, ich glaube nicht, ich bin zu alt dafür. Auf gar keinen Fall, man ist doch nie zu alt für eine Arschbombe. Ich glaube schon. Ja, ich gucke mir das erstmal an und dann überlege ich. Und du hast gerade schon vorgefühlt mit dem C, ist kalt oder geht? Kalt. Traust du dich denn trotzdem? Ja. Das hast du aber richtig gut gemacht, lief gut, ne? Ja. War ein bisschen weh, aber es ging. Und jetzt würde ich sagen, ist der Papa aber auch dran, oder? Ja. Ich muss jetzt nur die Dusche. Hier ist schon eine, so ein Mist. Ja, guck. So, frisch geduscht, ab zum Startblock. Was wird's denn, der Einer? Das wird der Einer, definitiv. Welchen Tipp hast du für Papa? Beine zusammenziehen. Ja, das war doch super. Das hatte ein bisschen Schräglage, aber das war doch total super. Bist du denn ein bisschen aufgeregt oder gar nicht? Eigentlich nicht. Ich springe ja schon öfters vom Einer und vom Dreier. Wir stehen jetzt auf dem Einer, ne? Für mich ist das schon ganz schön hoch. Für dich ist das gar kein Problem, oder? Nö, für mich nicht. Dann viel, viel Spaß. Danke. Ich bin sehr beeindruckt. Das war ein Salto inklusive Arschbombe. Das war eigentlich ein doppelter Salto, aber... Ja, ich will ja nichts sagen, aber es war eigentlich ein doppelter Salto. Doppelter Salto inklusive Arschbombe, das ist schon was für Fortgeschrittene, oder? Man braucht Übung dafür, ja. Aber die hast du auf jeden Fall. Ja, ein paar Mal verkackt und dann, also ein paar Mal daneben gemacht, dann immer geschafft. Ist das sehr schön, auch noch nass geworden jetzt von deinem Kumpel. Ist das so eine Challenge zwischen euch beiden auch, so dass ihr euch ein bisschen überbieten wollt jeweils? Ja, natürlich ist das ein Ansporn für den anderen, wenn man etwas mehr kann als der andere und dann hat man auch so eine gewisse Motivation, neue Sachen zu probieren. Sehr gut, und ich habe jetzt auch ein bisschen was abgekriegt, war schön.